Videocheck. Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck. Heute geht es um meine E-Zigarette, beziehungsweise um mein Zweitgerät, um mein Reservegerät. Denn nichts ist schlimmer, wenn die E-Zigarette kaputt geht und man nichts mehr rauchen oder dampfen kann. Und da braucht man auf jeden Fall immer im Haus ein Zweitgerät. Das muss jetzt nicht so teuer sein und auch kein High-End-Produkt, sondern es muss die Zeit überbrücken, dass man quasi, bis man wieder eine vernünftige hat, was rauchen kann. Ideal ist das Teil auch für Anfänger, also das ist kein schlechtes Gerät, allerdings hat es halt auch einige Nachteile und das liegt hauptsächlich darin, dass hier kein Akku bzw. kein Wechselakku drin ist, sondern ein fest verbauter Akku. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Das Ding funktioniert super, also es funktioniert wirklich top, da kann man echt nichts sagen. Aber wenn man den Akku nicht wechseln kann, das ist in meinen Augen Mist. Allerdings macht die wirklich guten Rauch. Die spuckt nicht. Ganz zu Anfang manchmal, wenn man das Liquid gerade noch eingefüllt hat, spuckt das Teil. Aber wenn man das Ding in Betrieb hat, dann hat man da keine Probleme mit. Und man hat einen richtig geilen Rauch oder Dampf, wie man das immer nennen möchte, der nicht brennt im Hals, aber den Kick gibt. Und das Liquid bzw. den Geschmack des Liquids auf jeden Fall original wiedergibt. Das hat man bei manchen teureren Modellen nicht. Bei diesem haben wir es auf jeden Fall. Und das ist die E-Grip 2 von Joytag. Wir können den Drip-Tip, können wir wechseln, das ist gar kein Problem. Wir können auch die Stärke einstellen, also den Zug, wie viel Luft mit reinkommt oder wie stark wir ziehen müssen. Dann haben wir den Tank, das finde ich besonders geil. Der Tank ist hier mit drinne. Das heißt, fällt uns die E-Zigarette runter, ist das kein Problem. Das Glas zerspringt nicht gleich. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nachteil ist natürlich, dass wir nicht so viel Liquid hineinbekommen. Ich muss am Tag ungefähr zweimal nachfüllen, dass ich damit über den Tag komme. Ich habe als Vergleich vorher Zigaretten so zwischen 30 und 60 Stück am Tag geraucht, je nachdem, was ich gerade gemacht habe. Ne? Sitze ich drinnen, rauche ich nicht so viel, sitze ich draußen, rauche ich natürlich viel. Und so ist es beim E-Zigaretten, dampfen natürlich auch, ich dampfe relativ viel. Und ich komme mit der Akkuladung über den Tag hinweg. Wenn ich abends zu Hause bin, muss ich natürlich die E-Zigarette dran halten. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben sehr viel dampfe bzw. rauche oder dampfe, nennt das wie ihr das wollt, das ist mir Wurst. Auf jeden Fall funktioniert das Ding einmal frei, kann man nicht meckern. Kein Spucken, wie gesagt, nur am Anfang, wenn man das Liquid gerade befüllt hat, dann neigt die mal zum Spucken, aber ansonsten fällt das nachher weg. Der Druckpunkt ist in Ordnung, könnte jetzt schöner sein durch einen richtigen Knopf. Das ist jetzt alles sehr dezent gehalten hier. Die Farbe weiß ist auch nicht sehr intelligent gewählt von mir, muss man dazu natürlich auch sagen. Das Display natürlich, das kann man bei Sonne jetzt nicht so gut ablesen, das zeigt uns die Uhrzeit an. Wir können natürlich im Display auch einiges einstellen. Wir können einige Informationen abrufen. Wer schon eine E-Zigarette hat, der kennt dieses handelsübliche Standard-Display von der Firma Joytag. Hier unten ist nochmal die Plus- und Minus-Taste und unsere Möglichkeit natürlich, die E-Zigarette aufzuladen. Die ist ungefähr nach, ja, ich weiß nicht, anderthalb Stunden ist das Ding voll, je nachdem, wie weit man die runter gelutscht hat. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Wie gesagt, man kann das nicht aufschrauben, der Akku ist fest verlötet. Unten die beiden Schrauben können wir das ganze Ding auseinandernehmen und einen neuen Akku zur Not einlöten, falls es Ihnen das Zeitliche segnet. In meinen Augen ist auf jeden Fall das Teil eine gute Einstiegs-E-Zigarette, also nicht für welche, die noch nie geraucht haben. Wer nicht geraucht hat und noch nie geraucht hat, sollte da auch nie mit anfangen, weil man kommt da verdammt schlecht von weg. Aber ich finde es eine gute Alternative, wie ich schon in meinen anderen Videos erwähnt, zu den Zigaretten. Denn sie stinkt nicht und es ist nicht dreckig, die Zähne werden nicht gelb und die Klamotten stinken auch nicht. Es riecht höchstens nach Erdbeer oder sonst was, je nachdem, was für ein Liquid man gekauft hat. Man kann es auch langsam runterschrauben, dass man weniger Nikotin nimmt, aber ich bevorzuge das mit Nikotin, weil ich auch eigentlich gar nicht aufhören will. Aber ich will auch nicht, dass es stinkt oder sonst irgendwas. Beim Lieferumfang enthalten ist der Notch-Coil, dann ein Coil, wo man quasi selber wickeln kann, dann so ein Standard-Wegwerf-Coil und das ist auf jeden Fall cool, da weiß man zu Anfang, was einem auf jeden Fall gefällt, was einem besser schmeckt. Die Dinger halten, wie gesagt, im Schnitt, ja, wenn man Pech hat, einen Tag, ansonsten manchmal auch zwei Wochen und dann sollte man den aber schon wechseln, allein aus geschmacklichen Gründen. In meinen Augen ideal ist auf jeden Fall dieses Teil für Einsteiger, weil man braucht kein extra Ladegerät kaufen und hat auch schon alles fix und fertig, braucht kein Kopf extra kaufen. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall eine gute Alternative auch zu den E-Zigaretten, die man in der Tankstelle kaufen kann, denn das ist der letzte Schrott. Da halte ich überhaupt nichts von. Auch nicht diese kleinen dünnen, die so ähnlich aus wie Zigaretten oder sowas. Kauft das lieber im Internet und nicht von der Tankstelle. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Oder ihr findet halt einen guten E-Zigarettenladen in der Nähe. Ist immer so eine Sache. Allerdings müsst ihr darauf achten, vorher anrufen, dass sie das vorrätig haben, was ihr haben wollt. Oder bestellt es gleich
selber. Ab 18 Jahren ist das natürlich erst erlaubt und am besten gar nicht erst damit anfangen. Aber was rede ich, das muss jeder selber für sich wissen und die Erfahrung wahrscheinlich selber sammeln. Das bringt nichts, wenn jemand sagt, du, wenn du nicht rauchst, dann kriegst du zum 18. Geburtstag einen Führerschein. Ja, bei mir war das egal, ich musste meinen Führerschein eh selber bezahlen, deswegen bin ich wahrscheinlich Raucher. Und, aber das Ding ist auf jeden Fall in meinen Augen top. Ein Top-Einsteigergerät. Für alle, die sich oben noch zusätzlich irgendwann mal einen Kopf kaufen wollen, die können natürlich das Teil hier abschrauben und die können so einen Adapter reinsetzen und sich dann oben noch einen Kopf draufbauen. Aber ich finde, das braucht man nicht. Das Ding hier ist völlig in Ordnung. Geschmacklich ist das top und deswegen kann man nicht meckern. Ich könnte euch jetzt noch mit den technischen Daten vollpullern. Ich kann euch auch was über den deutschen Haushalt erzählen. Das tue ich aber nicht. Das könnt ihr alles selber bei Amazon durchlesen. Den Link packe ich euch unten in die Titelbeschreibung mit rein, wenn ihr nicht eh schon gerade über Amazon guckt, ob das Ding was taugt. Wenn nicht, dann guckt doch mal auf YouTube vorbei oder abonniert den Kanal oder lasst einen Kommentar da oder bewertet diese Rezension positiv. Das war's von mir für heute vom Videocheck. Morgen neue Folge. Bis dann, euer Paul. Bleibt sauber, ordentlich und anständig und fangt nicht mit dem Rauchen an. Bis dann, ciao.